Der Pathfinder ist das Flaggschiff von Riley in der Nachkriegszeit. Diese gehobene Mittelklassenlimousine wurde 1953 auf der London Motor Show vorgestellt. Ursprünglich wurde der Pathfinder unter der Bezeichnung RMH geplant und sollte den RMF ablösen. Doch die Verschmelzung von Nutting mit Austin zur British Motor Corporation ließ diese Pläne erst einmal in Stocken geraten. Der Pathfinder wird dennoch als der letzte echte Riley betrachtet, da fast alle Elemente auf den Plänen des RMH basieren. Der Big Four rein Vierzylindermotor mit den zwei obenliegenden Nockenwellen und einem Hubraum von 2443 Kubik entwickelt eine Leistung von ca. 112 PS und beschleunigt damit etwa auf 160 km pro Stunde. Zwei SU-Vergaser versorgen den 2,5-Liter-Motor mit dem nötigen Kraftstoffgemisch. An der Kühlerfront prangt das Riley-Logo. Die hellblaue Farbe weist übrigens auf die leistungsstärkere 2,5-Liter-Motorisierung hin. Dunkelblaue Embleme sind original an Fahrzeugen mit 1,5-Liter-Motor angebracht. Die Kraft wird über ein Vierganggetriebe auf die Hinterachse übertragen. Ab 1965 war optional ein Getriebe mit zuschaltbarem Overdrive für den Pathfinder erhältlich. Die von Gerald Palmer entworfene Karosserie liegt auf einem separaten Rohrrahmen auf. Ähnlich ist auch die Karosserie des Wolseley 6-90. Gerald Palmer arbeitete von 1952 bis 1955 bei BMC und designte dessen Karossen für Nutting. Sie sind sehr ähnlich und lassen sich über die Motorhaube sehr leicht auseinanderhalten. Während bei dem Riley Pathfinder die Kühlermaske mit der Motorhaube fest verbunden ist und beim Öffnen mit hochgeht, bleibt bei den Wolseley die Kühlermaske starr mit der Karosserie verbunden. Die Vorderräder lagern an Einzelradaufhängungen und werden über Torsionsfederung und Teleskopstoßdämpfer gefedert. Während die Hinterachse starr ist und anfänglich über Schraubenfedern, später über beidseitig halbelliptische Blattfedern abgefedert sind. Die Innenausstattung ist gediegen britisch, mit allen Elementen eines Luxusfahrzeugs, wie Ledersitze und viel Beinfreiheit. In der Rückenlehne der Rücksitzbank befinden sich ausklappbare Armlehnen. Es gab für die Vordersitze optional eine durchgehende Sitzbank. Außergewöhnlich ist die Position der Schaltung bei diesem Rechtslenker. Der Schalthebel für das Vierganggetriebe ist nämlich rechts neben dem Fahrer, zwischen Sitz und Türe. Dies ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber für geübte Fahrer wesentlich bequemer. Das Armaturenbrett ist übersichtlich und nüchtern und mit Holzfurnier veredelt. His Master's Voice, das legendäre original erhaltene Radio und der Lautsprecher schmücken das Armaturenbrett. Am oberen Rand des Frontfensters gibt es eine Uhr, wie sie bei manchen Luxusfahrzeugen der damaligen Zeit zu finden war. Der Blinker wird über einen Stellring am Lenkrad betätigt. Die beiden Nebelscheinwerfer, Kartenleselampe, Wischwasserspritzanlage und Fenstergebläse wurden bereits serienmäßig mitgeliefert. Die Riley Pathfinder waren wegen ihrer Zuverlässigkeit sehr beliebt und waren häufig als Polizei- und Taxifahrzeuge im Dienst. Die Produktion der Pathfinder wurde 1957 eingestellt, als der leistungsstärkere Riley 2,6 auf den Markt kam.